Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge Unglaubliche Züge. Und diesmal habe ich hier eine Partie Gomez gegen Neto gespielt in Rio de Janeiro 1942, Schwarz am Zug. Und man sieht hier, irgendwas ist hier schiefgelaufen für Weiß. Er steht in dieser sehr, sehr unangenehmen Festung drin. Hier der H5 D1 Diagonale und kommt auch gar nicht so leicht raus, weil er G4 offensichtlicherweise an Springer 4 schaltet. Aber im Moment sieht es immer noch so aus, als würde alles gerade so noch zusammengehalten werden. Und hätte Weiß jetzt ein paar Züge, vielleicht Springer B1, D2 und dann könnte er doch mal die Dame aus der Festung bringen. Dann würde er sich konsolidieren, dann wäre es vielleicht gar nicht mehr so übel. Deshalb muss jetzt Schwarz hier konkret spielen. Und da seid ihr jetzt gefragt, wie kann jetzt hier Schwarz aus dieser Festung Kapital schlagen, was kann er machen? Also halt das Video ruhig kurz an und versucht den Schwarzzug hier zu finden. Okay, ich verrate es jetzt und das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsstellungen, denn es kommt hier ein ganz ruhiger, ganz kleiner Zug, der aber eine unglaubliche Wirkung hat. Turm G8. Der Turm zieht nur ein Feld zur Seite, aber die Idee dahinter ist so stark, dass Weiß jetzt auf Verlust steht. Gegen diese Idee kann er nichts machen und eingeleitet durch diesen kleinen Turmzug hier. Das finde ich immer so ganz nett, wenn so ganz leichte, ruhige Züge so eine ungeheure Wirkung haben. Was ist denn jetzt die Idee? Beispiel C3 und die Idee werden wir jetzt sehen. Schwarz opfert den Springer auf H4 und öffnet jetzt die G-Linie und das mit verheerender Wirkung, denn wenn hier die G-Linie geöffnet wird, muss der König ziehen und dann fällt der Springer auf F3. Beziehungsweise noch schlimmer, sehen wir gleich. Denn nach Turm G1, wie es in der Partie kam, schlug jetzt Schwarz schlauerweise erst auf F3 und gewinnt jetzt nach diesem Schach die Dame. Gut, dann zeige ich es noch zu Ende, auch noch ganz hübsch hier. Das musste Schwarz auch noch alles genau berechnet haben. Er gibt jetzt hier beide Türme und materialtechnisch wäre es jetzt hier wieder alles völlig in Ordnung, aber Schach ist eben ein konkretes Spiel und konkret wird jetzt Weiß hier matt gesetzt. Genau hier nämlich, Dame steht da 3 und Dame und Läufer haben schön zusammengespielt und Schwarz hat hier gewonnen. Ja, das war wie gesagt eine meiner Lieblingsstellungen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Der kleine Zug mit dem Turm. Das werden wir auch später noch in einigen Beispielen sehen. Da habe ich noch mehr dieser Art. Ja, gut. So viel zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.